Ja, herzlich willkommen. Noch wird Fußball gespielt, bald schon aber beginnen die Olympischen Sommerspiele in Japan. Der traditionelle Fackellauf startete bereits, und zwar in Fukushima, also genau da, wo vor 10 Jahren die Nuklearkatastrophe stattfand. Heute wollen wir uns den Gefahren des Atomzeitalters widmen. Nicht nur der Atomkraft, sondern auch den unzähligen Atomwaffen, die weltweit immer noch einsatzbereit sind. Denn Japan ist auch dasjenige Land, das 1945 zwei Atombombenabwürfen zum Opfer fiel, nämlich in Hiroshima und in Nagasaki. Eine aktuelle von der SRG koproduzierte Webdokumentation mit dem Titel «Nuclear Games» geht den diversen atomaren Gefahren nach, von der Geschichte bis in die Gegenwart. Auf der Webseite finden Sie dazu Filmsequenzen, Grafiken und Hintergrundmaterial, auf das ich im Folgenden immer wieder Bezug nehme. Ja, müssen wir in Zukunft mit den Gefahren der Kernspaltung leben? Einerseits, um klimafreundlichen Strom zu produzieren, nämlich in Kernkraftwerken. Andererseits aber auch, um Kriege zu verhindern, dank der Abschreckung durch Atomwaffen. Oder haben wir mit der Atombombe und der Radioaktivität etwas geschaffen, das unseren menschlichen Horizont bei Weitem übersteigt und uns als gesamte Menschheit vernichten könnte? Über diese Fragen spreche ich mit Anna de Plazes. Sie ist Philosophin und Ethikerin an der Universität Zürich und beschäftigt sich mit Umweltethik, Bioethik und dem Verhältnis von Mensch, Natur und Technik. Und Herr Trenert, Oliver Trenert, ist Politologe und Sicherheitsexperte und leitet den Think Tank am Center for Security Studies an der ETH Zürich. Und er ist ein international gefragter Experte, wenn es um Atomwaffen, Abschreckung und um Abrüstung geht. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Herzlich willkommen, schön hier zu sein. Ja, Herr Trenert, es gibt ein Gremium, das Jahr für Jahr schätzt, wie wahrscheinlich es ist, dass es zu einem Atomkrieg kommt. Und diese Expertinnen und Experten meinen, es steht heute 100 Sekunden vor 12. Der Weltuntergang ist so nahe wie schon lange nicht mehr. Das ist ziemlich beunruhigend, für mich zumindest. Ja, für mich auch. Es gibt verschiedene Gründe für diese Einschätzung. Und ich denke, es gibt eigentlich zwei Dimensionen, die man hier sich anschauen muss. Zum einen gibt es eine Dimension der sich intensivierenden Großmächtekonkurrenz. Und zwar nicht mehr nur bilateral zwischen den USA und Russland, wie während des Kalten Krieges, sondern wir haben auch eine Dimension mit China, das nuklear aufrüstet. Das heißt, das Ganze ist schon zu einem Dreiklang geworden, USA, Russland, China. Mhm. Wir haben aber darüber hinaus auch weitere nukleare Akteure, die über Atomwaffen verfügen und ihre Atomwaffenarsenale massiv ausbauen. Was die wenigsten wissen, prozentual dasjenige Atomwaffensystem oder Atomwaffenland, das seine Arsenale am schnellsten ausbaut, ist Pakistan. Wiederum mit seinem Nachbarn Indien in einem Konflikt, das auch über Atomwaffen verfügt. Das ist mal die eine Dimension. Und die andere Dimension ist die technische Dimension. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Technologien, die sich sehr schnell entwickeln, die nicht unbedingt nukleare Technologien sind. Da geht es zum Beispiel um Cyberfähigkeiten, um nukleare Kommandozentralen angreifen zu können oder um Antisatellitenwaffen, um die Kommunikation im Weltraum unterdrücken zu können. All das hat Einwirkung auf die Stabilität von nuklearer Abschreckung. Diese Technologie geht sehr dynamisch voran in verschiedenen Ländern. Und insofern würde ich also auch sagen, die Lage ist prekär und man kann sich darüber unterhalten, ob sie sogar noch gefährlicher ist als während der Hochzeit des Kalten Krieges oder weniger. Aber auf jeden Fall, die Dynamik geht in eine Richtung, wo ich sagen würde, Instabilität ist das Wort des Tages sozusagen. Mhm. Und das würde ich also insofern teilen. Und Sie sagen sogar, wir sind in eine neue Phase des Nuklearzeitalters eingetreten. Und wir schauen uns vielleicht mal in einer Grafik an, wie weltweit die Nuklearsprengköpfe, die Atombomben, so verteilt sind. Das ist natürlich immer noch ein Erbe des Kalten Krieges. Man sieht nämlich, dass Russland und die USA über 20 Mal mehr Atomsprengköpfe haben als die restlichen Länder. Die haben stark reduziert, aber es sind immer noch sehr viele. Und dann sieht man China, Frankreich, Großbritannien, Pakistan, das Sie erwähnt haben, Indien, bis zu
Israel und Nordkorea. Und das ist ja das eine, die einfache Anzahl, aber das andere ist die was für Arten der Waffen das sind. Und da passiert, wenn ich Sie richtig verstehe, auch so etwas wie eine Modernisierung, eine Veränderung gerade. Sie haben einerseits die Abwehrsysteme genannt, die natürlich auch wichtig sind. Eine Waffe ist nur immer so stark wie das gegnerische Abwehrsystem. Mhm. Aber die Waffen selbst haben sich auch verändert. Können Sie das kurz erläutern? Ja, die Atomwaffen sind flexibler geworden. Man kann die Sprengkraft flexibel variieren. Das ist zum Beispiel etwas, man kann kleinere Sprengwirkungen erzielen, wo Kritiker dann argumentieren, dass dadurch die Atomwaffen sozusagen einsatzbereiter werden. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie auch tatsächlich eingesetzt werden. Auf der Seite der Trägersysteme für die Atomwaffe tut sich sehr viel. Die Russen und die Chinesen haben gearbeitet und sind dabei zu stationieren, sogenannte Hyperschallwaffen. Das sind Waffen, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fliegen können. Und zwar nicht nur in einer ballistischen Kurve, sondern in einem vorher einprogrammierten, dann aber immer noch variabel nachzusteuernden Kurs. Also ein Manöver, das man dann auch manövrierfähig nicht treffen kann. So. Und das genau bedeutet, dass der Angegriffene bis kurz vor dem Einschlag nicht weiß, welches Ziel eigentlich angegriffen werden soll. Und das ist natürlich sehr instabilitätsfördernd. Und dann gibt es eben noch Technologien, wie Sie es schon gesagt haben, im Bereich der Raketenabwehr, aber eben auch der Antisatellitenwaffen, der U-Boot-Abwehr. Alle diese Dinge machen die sozusagen die strategische Stabilität instabil. Mhm. Werden wir mal konkret. Ich habe hier einen roten Knopf mitgebracht, symbolisch für das Auslösen einer solchen Atombombe. Was wäre denn ein konkretes Szenario aus Ihrer Sicht, das passieren könnte in den nächsten, sage ich mal, 5 oder 10 Jahren? Wer könnte diesen Knopf drücken und aus welchen Gründen? Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen mit der Glaskugel in die Zukunft schauen. Aber ich denke, eines der größten Probleme besteht darin, dass sowohl die Russen als auch die Chinesen analysiert haben, dass der Schwachpunkt der amerikanischen Verteidigungskonzeption die Alliierten und die sogenannte erweiterte nukleare Abschreckung ist. Also das heißt, die Amerikaner versuchen ja mit ihren Kernwaffen nicht nur für sich selbst nukleare Abschreckung herzustellen, sondern auch für die Partner in der NATO, aber auch für andere Alliierte in Asien, wie insbesondere Japan, Australien und Südkorea, die selber nicht über Kernwaffen verfügen. Das heißt, um konkret zu sein, in Italien oder in Deutschland sind auch Atomwaffen stationiert von den Amerikanern, also in unseren Nachbarn. In Italien, in Deutschland, auch in Belgien und in den Niederlanden sowie in der Türkei. Ja. Und diese Staaten stellen auch Flugzeuge zur Verfügung, um diese Atomwaffen im Kriegsfall einsetzen zu können. Um jetzt aber auf das Szenario zurückzukommen, was Sie angesprochen haben. Also da denke ich, dass ein Szenario wäre, dass es zu einem Krieg kommt oder zu einer militärischen Auseinandersetzung, wo es um die Unabhängigkeit von Taiwan beispielsweise geht. Also die derzeitige chinesische Führung spricht ja eigentlich relativ stark davon, dass man Taiwan wieder sozusagen in den Bereich der Volksrepublik China reintegrieren möchte. Amerika möchte das natürlich verhindern, weil wenn Peking dazu in der Lage wäre, würde praktisch das gesamte weltweite, globale amerikanische Beistands- und Allianzsystem an Glaubwürdigkeit massiv verlieren. Und um Taiwan, das ist eigentlich der wahrscheinlichste Konflikt, könnte es zu einem Konflikt zwischen den USA und China kommen. Und der könnte durchaus nuklear eskalieren, weil es sein kann unter anderem, dass die Amerikaner dann nicht diesen Konflikt, also ihre Niederlage eingestehen würden, oder dass sie chinesische Kommandozentralen mit konventionellen Mitteln angreifen, die aber auch für die chinesischen Nuklearwaffen verantwortlich sind, sodass die Chinesen glauben, hier soll ihnen die nukleare Zweitschlagfähigkeit genommen werden und dann ihrerseits nuklear ist. Nukleare Zweitschlagfähigkeit muss man vielleicht erläutern. Das heißt, dass man sozusagen die Antwort, die Reaktion liefert, wenn man angegriffen wurde. Das ist die Basis der nuklearen Abschreckung. Egon Bahr hat es früher mal so gesagt, wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Das ist sozusagen die Grundlage von nuklearer Abschreckung, nuklearer Zweitschlagfähigkeit. Und wenn ich jetzt aber eine gegnerische Kommandozentrale angreife und die zerstöre, ist ja der Angegriffene nicht mehr in der Lage, diese Atomwaffen, die zwar noch da sind, loszuschicken. Mhm. Und daher sind solche Kommandozentralen, die aber eben nicht nur für Kernwaffen, sondern auch für konventionelle Waffen
da sind, immer ein sehr kritischer Punkt. Ich bin froh, haben wir noch eine Ethikerin hier am Tisch. Es ist ja schon seltsam. Also man könnte die Menschheit und die Erde mehrfach in die Luft sprengen, wenn man diese Zahlen sieht und diese Geschichten. Und ich meine, diese Atombombe wurde ja ursprünglich im Zweiten Weltkrieg entwickelt im Rahmen des Manhattan Projects in den USA, um den Nationalsozialismus zu bekämpfen und den Zweiten Weltkrieg für sich zu entscheiden. Wie sehen Sie denn das als Ethikerin? Die Idee, dass man ein Übel konstruiert, die Bombe, um damit ein anderes Übel, ein totalitäres System, zu beenden, einen Krieg zu gewinnen. Ja, ich glaube, Herr Theinhardt hat das sehr schön gezeigt, das Problem. Oder? Dass man hat dann immer die Rechtfertigung für alles, wenn der andere es ja auch tut, wenn der andere es ja auch macht. Und theoretisch kann man das natürlich sehr einfach auch kritisch diskutieren. Das geht aber nicht darum, auch die Leute, die damals entschieden haben, zu verurteilen. Das war eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber sicher muss man sich fragen, ob eine solche Waffe nicht einfach unverhältnismäßig ist, dass es keine Rechtfertigung gibt, eine solche Waffe zu entwickeln. Mit dem Entwickeln hat man ja dann auch einen Schritt gemacht, der eben über die eigentliche Kriegssituation hinausgeht. Und auch zu dem damaligen Zeitpunkt, muss man natürlich sagen, ging man in Amerika davon aus, dass die Nationalsozialisten auch an dieser Waffe arbeiten. Es war also wirklich diese Rechtfertigung. Man hat aber dann ja schon auch gesehen, dass die Waffe ja dann auch eingesetzt wurde zu einem Zeitpunkt, wo ganz klar war, dass der Gegner keine solche Waffe hatte. Also es war schon nicht nur das der Grund. Mhm. Aber die Idee war sicher ein sehr unethisches System zu beenden. Aber in solchen Szenarien wird dann gerne werden einfach zwei, man inszeniert ein Dilemma zwischen zwei Möglichkeiten. Also entweder hat man das eine Übel, Jaspers hat das den moralischen Untergang genannt, oder man hat die Vernichtung. Aber tatsächlich gibt es ja immer auch noch viele Zwischenstufen. Mhm. Und ich glaube, daran muss man denken, wenn man dieses Szenario im Kopf hat. Was gibt es für Möglichkeiten, beide Übel zu vermeiden? Mhm. Der Philosoph Karl Jaspers hat von einem Zwei-Höllen-Axiom gesprochen und auch die Atombombe gerechtfertigt, nicht gegenüber den Nazis, sondern gegenüber dem Kommunismus dann später auch. Es ist interessant. Aber Sie haben gesagt, das ist unverhältnismäßig oder war es damals mit Sicherheit. Ein anderer Philosoph, der technikkritische Philosoph Günther Anders, hat von einer Apokalypse-Blindheit gesprochen. Also wir seien blind gegenüber der Selbstvernichtung als Menschheit geworden, sagte er damals. Und wie ist das heute? Ich meine, wir haben die Zahlen gesehen, es gibt noch genügend Atomwaffen auf der Welt. Blenden wir das aus, was da eigentlich in unseren Händen ist, dass wir uns selbst als Menschheit zerstören können mit einem Knopfdruck? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Bewusstsein ist schon da. Und es ist eben nicht nur in Bezug auf atomare Waffen. Oder? Ich glaube, die technischen Entwicklungen in den letzten 50, 60 Jahren haben auch neue Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Menschheit sich selbst bedroht. Also, dass sie halt die ganzen Lebensgrundlagen grundsätzlich zerstört. Oder auch im Kontext der künstlichen Intelligenz gibt es ja diese Szenarien, dass man eine Intelligenz konstruieren könnte, die uns selbst bedroht. Also ich glaube, diese Idee, dass die Technik eine Bedrohung sein könnte, die ist schon da. Aber sie ist so abstrakt, dass man sie halt einfach im Hinterkopf hat und man lebt trotzdem mit dem Wissen weiter, was will man auch anderes tun. Jetzt gerade bei einer Bedrohung wie der atomaren Bedrohung, noch mehr als jetzt bei der Bedrohung durch den Klimawandel, hat ja der einzelne Bürger nicht viele Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Mhm. Ja. Sie sind auch Biologin, nicht nur Philosophin und Ethikerin, sondern auch Biologin. Es gibt ja auch die biologischen Waffen, es gibt aber auch Viren. Also wir haben jetzt das Coronavirus ein Jahr lang erdulden müssen. Dann gibt es bei der Gentechnik auch immer wieder die Frage, wie weit man gehen soll. Wie sehen Sie diesen Bereich von den Gefahren her? Ja, auch da. Also ich meine, es gibt auch Leute, die beispielsweise sagen, unsere unglaublichen medizinischen Fortschritte machen uns auch mehr und mehr abhängig von der Medizin. Also das heißt, wir brauchen die Medizin auch, um zu überleben. Und insofern, wenn die Medizin ausfällt, sind wir sehr anfällig.
Also es gibt in verschiedener Hinsicht sind wir halt von der Technik abhängig und die Technik ist in gewisser Weise, kann zu einer Bedrohung werden. Aber ich finde, es ist spannend in dieser ganzen Diskussion in den 50er, 60er, 70er Jahren, wie diese Idee der Zerstörung der Menschheit als die absolut größte Bedrohung dargestellt wird. Also ich muss sagen, ich finde die größte Herausforderung ethisch ist die Bedrohung der Menschen. Also die einzelnen Menschen, das beginnt viel früher als dann bei diesem Apokalypsen-Szenario, wenn die ganze Menschheit zerstört werden könnte. Das finde ich nicht einmal das größte ethische Problem, ehrlich gesagt. Ich finde, die Probleme beginnen viel früher. Das müssen Sie kurz erläutern. Dass die Menschheit untergeht, ist nicht das größte Problem. Ich denke nicht, nein. Ich denke, also aus ethischer Perspektive denke ich, unsere moralischen Pflichten sind in allererster Linie, ein menschliches Leid zu verhindern, unwürdige Existenzen zu verhindern. Ja. Man kann sagen, diese Probleme hat man nicht mehr, wenn die Menschheit nicht mehr existiert. Okay. Also ich würde das nicht als das, worum wir uns in erster Linie Sorgen machen müssen, betrachten, sondern ich glaube, unsere Probleme, wo wir wirklich etwas tun müssen, beginnt viel früher. Ja. Herr Trenert, es gibt ja eine internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen insgesamt. Diese Organisation, die heißt ICAN, Abkürzung, die sitzt in Genf und wurde 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und die fordert seit einigen Jahren eine nuklearfreie Welt, eine Welt ohne Atomwaffen. Ketzerische Frage, ist denn das überhaupt erstrebenswert oder ist so eine Superwaffe vielleicht auch Garantie für Sicherheit und Stabilität in einer Welt, wo die keine Ahnung, unterschiedliche Interessenlagen da sind? Ja, das müsste man wahrscheinlich in zwei Teilen beantworten. Also zum einen denke ich, es hat natürlich eine gewisse Plausibilität zu sagen, die Konfrontation zwischen der Sowjetunion, dem Warschauer Pakt einerseits und den USA, der NATO, dem westlichen Lager andererseits, wäre möglicherweise zu einem großen konventionellen Krieg, der auch sehr viel Verwüstungen und Leid und Tod mit sich gebracht hätte, eskaliert, wenn es nicht die nukleare Abschreckung gegeben hätte. Beweisen kann man das natürlich nicht, weil wir nicht wissen, wie die Geschichte ohne Atomwaffen gelaufen wäre. Das ist mal das eine, aber ich denke, es hat eine gewisse Plausibilität zu sagen, also dass gerade der Schrecken, der mit dem Einsatz von Atomwaffen zusammenhängt, auch dazu beigetragen hat, dass wir seit 1945 keine großen Kriege zwischen Großmächten mehr gesehen haben. Die andere Frage ist natürlich... Also das wäre die These, dass ohne Atomwaffen aus Ihrer Sicht wahrscheinlich mehr Kriege gegeben hätte zwischen Großmächten. Ich sage, das ist plausibel, aber ich sage zugleich, wissen tue ich es natürlich nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir mit dieser Situation ewig leben? Ja. Können wir davon ausgehen, da die nukleare Abschreckung in der Vergangenheit funktioniert hat, wird sie auch die nächsten 5000 Jahre funktionieren? Und das können wir natürlich nicht. Aus verschiedenen Gründen, weil wir nicht wissen, wie sich die Mächtekonstellationen entwickeln, auch wie sich die Technik weiterentwickelt und ob es tatsächlich gelingt, also nukleare Abschreckung auf die Dauer stabil zu organisieren. Dann kommt natürlich die Frage, ja, wenn wir uns darauf nicht verlassen können, dann sollten wir darüber nachdenken, Atomwaffen abzuschaffen. In der mittleren bis längeren Frist. Der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama hat ja im April 2009 da eine große Rede vor der Prager Burg gehalten, wo er sich diesem Thema gewidmet hat und wo er also auch die Perspektive eröffnet hat, auf Atomwaffen verzichten zu wollen in der längeren Frist und hat aber auch einige Voraussetzungen dafür genannt. Und die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Und die werden von der Initiative, die Sie gerade genannt haben, die sich dafür einsetzt, das Atomwaffenverbot, das ja von den Vereinten Nationen in den Vereinten Nationen schon angenommen worden ist und dem einige Staaten schon beigetreten sind und das auch schon in Kraft getreten ist, dass sich dieses Atomwaffenverbotsabkommen verbreitert. Und da muss ich sagen, da gibt es aber jetzt bei diesem speziellen Weg, der dort jetzt eingeschlagen worden ist, eine Reihe von zentralen Schwächen, die für mich einfach schlicht inakzeptabel sind. Nämlich? Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo ich nicht weiß, ob auch wirklich alle Staaten Atomwaffen abgerüstet haben und wo ich auch nicht weiß, ob die zivile Nutzung der Kernenergie nicht doch heimlich für den Wiederbau von Atomwaffen entwickelt wird. Also das Argument ist, wenn ich Sie richtig verstehe, diese Abschaffung, die kann man nicht wirklich überprüfen.
Also wenn jetzt ob man das nicht überprüfen kann, das weiß ich nicht. Ich sage nur, dieses Abkommen, was es dort jetzt gibt, sieht keinerlei wirklich wirksame Überprüfungsmechanismen vor. Mhm. Ob das in der Zukunft möglich wäre, ist eine andere Frage. Aber solange Nordkorea Atomwaffen hat und sein Land komplett abschließt und niemanden dort hineinschauen lässt und nicht mal die amerikanischen Nachrichtendienste wissen, wie viele Atomwaffen hat Nordkorea eigentlich, wie will ich da die komplette nukleare Abrüstung überprüfen? Und dann sind wir ja wieder in der Situation, die wir 1945 hatten. Wer möchte in einer Welt leben, in der es keine Atomwaffen gibt, außer bei Kim Jong-un? Ja. Also ich nicht. Aber ich meine, sozusagen das Motiv der Abschreckung, dass es gar nicht zu einem Angriff kommt, das ist natürlich paradox. Es gibt ein schönes Zitat von dem Physiker und Philosophen Karl Friedrich von Weizsäcker von 1957. Und der schreibt, die großen Bomben erfüllen ihren Zweck, nämlich den Frieden und die Freiheit zu schützen, nur wenn sie nie fallen. Mhm. Sie erfüllen diesen Zweck aber nicht, wenn jedermann weiß, dass sie nie fallen werden. Ja, ja. Eben deshalb besteht die Gefahr, dass sie eines Tages wirklich fallen werden. Das ist schon das Paradox. Oder? Nukleare Abschreckung kann nur funktionieren, wenn man unsicher ist, ob sie funktioniert. Ja. Weil wenn alle wissen, dass sie funktioniert, kann man ja große konventionelle Kriege führen. Genau. Die wir ja auch verhindern wollen. Weil niemand die Atombombe einsetzen wird, weil er kein Interesse daran hat. Ja. Und oft hat man ja auch gehört, ein Atomkrieg hat keine Gewinner, kann keine Gewinner haben. Aber das ist heute wahrscheinlich anders mit den moderneren Waffen. Ja, nicht nur mit den moderneren Waffen, das ist auch ein Aspekt, aber ich denke, ein wichtigerer Aspekt ist, dass sich vor allem Russen, auch Chinesen, auf die Möglichkeit von regionalen Kriegen einlassen und darüber nachdenken, wie man diese regionalen Kriege unter der Androhung des eigenen Einsatzes von Atomwaffen gewinnen kann. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Eben, Taiwan hatte ich vorhin genannt als eine Möglichkeit, wo es zu einer nuklearen Eskalation kommt. Das Baltikum ist ein anderes Thema. Das ist konventionell für die NATO nur schwer zu verteidigen. Die Russen haben eine massive Überlegenheit bei nichtstrategischen Atomwaffen. Und das könnte dazu führen, dass die russische Seite in einer solchen Situation den Einsatz von Atomwaffen androht und die NATO dann vor der Situation steht, entweder großnuklear zu eskalieren oder die Niederlage einzugestehen. Und dann eher das Zweite zu machen. Es gibt leider genug Leute, die Herrn Putin beraten und die sagen, der Westen ist dekadent, die werden die Niederlage eingestehen. Das könnte aber eine Fehlkalkulation sein. Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, es steht 100 Sekunden vor 12, die Weltuntergangsuhr. Und in der Geschichte, wenn man zurückblickt, gab es immer auch mal wieder Momente im Kalten Krieg, wo der Krieg zu einem heißen Krieg wurde, nämlich etwa in der Kuba-Krise 1962. Schauen wir uns dazu eine ganz spezielle Filmsequenz an, ein sogenanntes Anime, Teil der Webdokumentation Nuclear Games. Eine Geschichte nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Mitlesen, erzählt im Stil eines Manga-Comic, passend zu Japan. Lassen Sie sich auf dieses Experiment ein, rücken Sie etwas näher an den Bildschirm und tauchen Sie ein. Karibik, Oktober 1962, Höhepunkt der Kuba-Krise. Die Sowjetunion hat heimlich Atomraketen nach Kuba geschmuggelt. Präsident John F. Kennedy kündigt ein Embargo an. A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. Die Air Force überwacht das Embargo. Plötzlich entdecken die Späher ein sowjetisches U-Boot, das aufgetaucht war, um seine Batterien zu laden. An Bord der B-59 unterhalten sich gerade Flottenkommandant Wassili Akipov und Bordkommandant Valentin Savitsky. Was niemand weiß: Die B-59 gehört zu einer Flotte von 4 U-Booten, die die Sowjets heimlich in die Karibik geschickt hatten. Zur Unterstützung von Revolutionsführer Fidel Castro. Auf dem Radar entdecken die amerikanischen Aufklärer das abgetauchte U-Boot erneut.
Die Amerikaner wollen das sowjetische U-Boot zum Auftauchen zwingen. Dessen Besatzung hatte wegen der großen Distanz seit Tagen keinen Kontakt mehr zu Moskau gehabt. An Bord des U-Boots liegen die Nerven deshalb zunehmend blank. Bei 60 Grad Celsius. Was die Amerikaner nicht wissen: Die Sowjets haben einen neu entwickelten Atomtorpedo an Bord. Flottenkommandant Arkhipow interveniert. Er will zuerst Moskau konsultieren. Bordkommandant Savitzky gibt trotzdem den Befehl zum Einsatz. Flottenkommandant Arkhipow greift erneut ein. Er hat am eigenen Leib einen Unfall auf einem Atom-U-Boot miterlebt. Flottenkommandant Wassili Arkhipow setzt sich schließlich durch. Die vier U-Boote lassen sich identifizieren und kehren in ihre sowjetische Heimat zurück. Die Amerikaner haben das Embargo durchgesetzt. Der Dritte Weltkrieg und ein wahrscheinliches nukleares Inferno wurden abgewendet. Flottenkommandant Wassili Arkhipow und seine Mannschaft werden nach ihrer Rückkehr in die Heimat für ihr Verhalten kritisiert. Ihnen wird Feigheit vor dem Feind vorgeworfen. Arkhipows Geschichte wurde lange totgeschwiegen. Er selber hat sie mit ins Grab genommen. Arkhipow stirbt 1998 möglicherweise an Spätfolgen der Verstrahlung beim Unfall auf dem Atom-U-Boot K-19. Ein paar Jahre später geht der U-Boot-Funker der B-59 mit der Geschichte an die Öffentlichkeit. Ja, eine bewegende Geschichte, die zum Glück noch mal gut ausgegangen ist. Aber die Welt hing am seidenen Faden, könnte man vielleicht sagen. Im Film wird auch gesagt, es wäre zu einem dritten Weltkrieg gekommen. Sehen Sie das auch so? Ist natürlich Spekulation, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer nuklearen Eskalation gekommen wäre, also das heißt, dass auch die Amerikaner im Verlauf dieses dann entstehenden oder sich weiterentwickelnden Konfliktes Atomwaffen eingesetzt hätten, die wäre da gewesen. Also Kennedy war ja ohnehin in der Krise sehr stark, auch unter dem Druck der Militärs, hat die politische Kontrolle aber sehr gut im Laufe dieser Krise aufrechterhalten. Aber wenn das passiert wäre, dann wenn die Sowjets selber Atomwaffen eingesetzt hätten, dann wäre eine Eskalation möglich gewesen. Aber die Kuba-Krise selber hatte eigentlich auch eine positive Wirkung. Also das war ja sozusagen der Beginn der Rüstungskontrolle, der Bemühungen, zum Beispiel durch sogenannte rote Telefone, Kommunikationsmöglichkeiten in Krisen zu schaffen. Und dann später auch Ende der 60er Jahre begannen die ersten Verhandlungen zwischen Sowjets und Amerikanern über die Begrenzung von Rüstungen. Da hat sich sehr viel Transparenz und Vertrauen auch gebildet im Verlauf dieser Phase des Kalten Krieges. Und eines Problem, was wir eben heute haben, ist, dass diese ganze Rüstungskontrollarchitektur mit verschiedenen Verträgen, bis auf ein Abkommen, nämlich das New START-Abkommen, das jetzt nochmal von Biden und Putin um 5 Jahre verlängert worden ist, dass diese Rüstungskontrollarchitektur mehr oder weniger zusammenbricht. Der INF-Vertrag für Europa sehr wichtig, wo es um das Verbot von Mittelstreckenwaffen ging, ist jetzt gekündigt worden von Trump, weil die Russen sich nicht daran gehalten hatten. Und das ist natürlich ein weiteres Element, warum diese Anfangsfrage von Ihnen, wo stehen wir in Bezug auf die Gefährlichkeit und die Wahrscheinlichkeit von Atomkriegen, so zu beantworten ist, dass die Lage sich sehr gefährlich entwickelt, weil wir diese kooperativen Elemente, wo beide Seiten oder mehrere Seiten sich jetzt bemühen, die Gefahren einzudämmen, nicht mehr da ist.
Genau, über diese Rüstungskontrolle werden wir am Schluss der Sendung nochmal sprechen, was so die Horizonte sind, wie man jetzt zu dieser Abrüstung und vielleicht einer nuklearfreien Welt kommen könnte. In der Vorbereitung fand ich interessant zu erfahren, dass auch die Schweiz einmal die Idee hatte, eine eigene Atombombe zu konstruieren, zu bauen. Und ich habe damit darüber im Vorfeld mit dem SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss gesprochen und ihn gefragt, was die Schweiz denn dazu bewogen hat, eine eigene Atombombe zu bauen. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg sah sich Westeuropa und damit auch die Schweiz stark bedroht von der Sowjetunion, von der Streitmacht dort mit den Atomwaffen. Und deshalb wurden in der Schweiz eigene Pläne gemacht. Der Bundesrat setzte eine Studienkommission ein, die Studienkommission für Atomenergie, das war kurz nach dem Krieg. Und die sollte eigentlich die zivile Nutzung der Atomenergie vorantreiben, aber hat im Geheimen eben auch Pläne für eine Schweizer Atombombe verfolgt. Offen darüber geredet wurde aber erst wirklich nach der Niederschlagung des Ungarnaufstands. Das war nämlich ein Schlüsselmoment auch wieder, weil die sowjetische Bedrohung wurde richtig spürbar. Und dann haben Schweizer, Exponenten des Schweizer Militärs haben gesagt, ja, wir wollen so eine Bombe haben, wir wollen die in ein Flugzeug packen können und nach Moskau fliegen und die da abwerfen. Und einige Jahre später hat auch der Bundesrat offiziell noch davon gesprochen, dass er Atomwaffen haben möchte. Ja, letztlich hat es dann doch nicht geklappt mit der eigenen Atombombe. Warum eigentlich nicht? Ja, eine Atombombe zu bauen, das ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Es braucht bestimmte Isotope von Uran oder Plutonium und die liegen nicht einfach so auf dem Boden herum, sondern die muss man entweder mit Zentrifugen im Fall von Uran kompliziert gewinnen oder erbrüten im Fall von Plutonium. Und das macht man am einfachsten, indem man das in einem Atomreaktor macht. Das ist auch der Grund, warum die Entwicklung von Atombomben und Atomreaktoren, die Strom liefern, irgendwie nahe zusammen sind, zumindest damals in dieser Anfangszeit. Die Schweiz hatte nur ansatzweise solche Anlagen. Wir hatten eine Versuchsanlage, die hieß Diorit. Das war ein Schwerwasserreaktor, mit dem theoretisch Plutonium erbrütet werden konnte. Das wurde aber nie wirklich gemacht. Und die Schweiz hat zwar versucht, die eigene Reaktortechnik vorwärts zu treiben. Sie hat noch einen weiteren, größeren Reaktor gebaut. In Luçon war das. Der ist nach kurzer Betriebszeit gab es da aber einen desaströsen Unfall und die Anlage wurde stillgelegt. Das heißt, die Schweizer eigene Reaktortechnik, die kam nie wirklich zum Fliegen, obwohl man das versucht hatte. Und für die großen kommerziellen Reaktoren, die wir auch heute noch haben, wurde amerikanische Technik gekauft. Und damit auch die Bedingung eigentlich, dass man aus diesen Reaktoren nichts gewinnt, was mit Atomwaffen zu tun hat. Und die Schweiz wurde auch von den Großmächten, von den Supermächten ein bisschen gezwungen, schon fast den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen. Also das heißt, salopp gesagt könnte man sagen, die Schweiz hat es nicht geschafft mit eigener Technik und niemand wollte der Schweiz Atomwaffen geben, also blieb es dabei, es gab keine Schweizer Atombombe. Ja, Daniel Theiss spricht das an im Video, dass die Verschränkung auch zwischen Atomkraft und Atombombe von der Technik her, eigentlich funktionieren Atomwaffen ja durch Kernspaltung. Das ist eine unkontrollierte Kettenreaktion von Kernspaltungen, die da stattfinden. Und bei der Kernenergie versucht man diesen Prozess zu kontrollieren. Aber es ist ein und derselbe Prozess eigentlich, den es da gibt, um Strom zu erzeugen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um Kriege zu führen oder die Welt in die Luft zu jagen. Ist das nicht ein Sinnbild für die Ambivalenz, die Mehrdeutigkeit der Technik generell? Ja, ganz sicher. Also das hat man natürlich mit jeder technischen Entwicklung, dass man die unterschiedlich einsetzen kann. Und in dem Fall hat man diese Energieproduktion und man kann die Energie halt zerstörerisch nutzen oder konstruktiv in dem Sinn. Und das, das ist das klassische auch Dual-Use-Phänomen, das man auch schon mit einem Werkzeug hat. Ein Werkzeug, das sehr nützlich ist wie ein Messer, kann man halt auch für Dinge nutzen, die sehr problematisch sind. Das ist aber, glaube ich,
darf kein Grund sein eben gegen eine Technik. Ich glaube, dass die Diskussion muss dann wirklich auch im Einsatz und in der Weiterentwicklung in die unterschiedlichen Richtungen stattfinden. Häufig ist es ja schon auch so, dass es dann je nachdem, in welchen Anwendungsbereich es geht, unterschiedliche Spezialisierungen gibt. Aber ist die Technik immer so neutral, wie Sie das jetzt skizzieren, dass man sie fürs Gute und fürs Schlechte verwenden kann? Ist manchmal nicht auch in der Technik selbst eine gewisse Tendenz schon drin, eine Eigendynamik? Dass gewisse Möglichkeiten auch kommen, das glaube ich auf jeden Fall. Oder dass eine Technik jetzt auch wie eine Atombombe natürlich neue Zerstörungsmöglichkeiten mit sich bringt. Also das auf jeden Fall. Aber natürlich ist das Problem der Technik ist schlussendlich, was damit gemacht wird, was damit entwickelt wird. Aber ich glaube trotzdem, man muss auch aufpassen, dass es häufig dann auch so ein Selbstläufer gibt. Oder man entwickelt eine Technik immer weiter und sie geht in eine Richtung, die man ursprünglich gar nicht vorgesehen hat. Und dafür, glaube ich, braucht es auch in der Wissenschaft ein großes Bewusstsein, dass man auch in dem Sinn eben diesen Selbstläufer unterbrechen kann und sich selbst auch manchmal fragt, was tue ich eigentlich hier, wohin will ich eigentlich mit dieser Entwicklung und wohin geht sie oder was ist möglich. Also ich glaube, dieses Bewusstsein muss schon ganz früh in der Forschung, muss das gestärkt werden. Also das heißt, bei den Physikerinnen und Physikern zum Beispiel, dieses Prinzip der Kernspalte wurde ja 1938 von den Physikern Otto Hahn und Fritz Strassmann entdeckt. Würden Sie sagen, die hatten schon die Verantwortung, darüber nachzudenken, was für Folgen das möglicherweise haben könnte, diese Entdeckung? Also viele dieser Physiker haben sich ja dann auch geäußert und haben sehr viel darüber nachgedacht. Ja, ich denke schon, dass die Gedanken kommen müssen. Das heißt nicht, dass man aufhören muss, das heißt nicht, dass man einen Teil der Schuld trägt. Aber die Entwicklung zu begleiten, und das war ja dann auch im Kalten Krieg, haben viele Nuklearphysiker ja auch sehr aktiv gewarnt gegen dieses Wettrüsten, weil sie sich auch in der Verantwortung gefühlt haben, weil sie das Problem verstehen und dass hier eine Verantwortung vorhanden ist. Das ist nicht das Gleiche wie eine Schuld, oder? Sondern das ist eine Rolle, die der Forscher auch hat. Weil sie einen Wissensvorsprung genau, haben, genau, weil sie auch Forscher. Genau, weil sie sehen, was passiert, bevor es sonst bekannt ist. Und dass man die Diskussion auch frühzeitig fördert. Dieses Bewusstsein ist aber schon auch da, das hatten wir vorher auch besprochen, in unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen, dass auch schon junge Forscher eben mit diesen Fragen konfrontiert werden und dass man das diskutiert. Jetzt wird ja heute wieder an neuen Kernkraftwerken geforscht. Es werden moderne Kernkraftwerke gebaut, gerade in den USA wird da viel investiert. Joe Biden, aber auch Bill Gates investieren viel Geld da drin in kleine modulare Kernkraftwerke. Wenn man derzeit guckt auf die Weltkarte, dann ist es so, dass man sieht, dass wir sehen hier die Karte, dass immer noch erstaunlich viele Länder Atomanlagen bauen. Die USA, Russland, China, Indien, Pakistan, Frankreich. Also die Schweiz, Deutschland ist eher so nicht so wirklich auf dem Trend. Warum denn dieser Aufschwung der Kernenergiefreiheit des Platzes? Ja, ich denke, das hat wieder auch mit diesem Selbstläufer zu tun. Oder? Man ist da schon recht weit, man sieht die Perspektive, was da noch möglich ist, also macht man mal weiter. Es gibt schon auch eben Ideen, dass es da Möglichkeiten gäbe, die solche Kernkraftwerke sicherer zu machen und vor allem auch das Problem des Abfalls zu minimieren, indem man den länger nutzen kann, also dass nicht mehr so, dass das Abfallprodukt eine viel kleinere Halbwertszeit hätte. Aber ich glaube, da braucht es dann wie auch Druck, eben aus dieser Selbstläuferlinie auszusteigen und wirklich andere Dinge auszuprobieren. Langfristig muss man sich diese Option, eben das, je nachdem, wenn unser Energiekonsum so weiter steigt, ist sicher auch diese Forschung, dass man auch die Option nicht ganz außer Acht lässt, erscheint mir aus meiner Perspektive sinnvoll, aber es soll, und da finde ich den schweizerischen Weg jetzt auch richtig, nicht die Priorität sein im Moment, sondern dass man sich auch den Druck selbst schafft, wirklich andere Innovationen zu finden. Weil der Mensch ist so, er funktioniert so, man braucht einen gewissen Druck, um wirklich ganz Neues zu probieren. Aber einen großen Vorteil haben AKWs natürlich, sie sind nicht klimaschädlich. Und das ist ein Argument, das oft auch gebraucht wird in der Gegenwart, um die Klimakatastrophe zu vermeiden oder zu entschärfen. Besser Kernkraft zu verwenden anstatt Kohle, Öl und Gas und so weiter.
Was halten Sie denn von diesem Argument? Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich glaube, die Alternative kann nicht sein, dass man dann nur noch fossile Energie nutzt. Aber auch da muss man wieder aufpassen, dass man nicht in diese Dichotomie reingerät. Entweder das eine oder das andere. Hm. Sondern dass man jetzt wirklich versucht, die Mitte auszubauen. Ich meine, die Schweiz produziert sehr viel erneuerbare Energie über Wasserkraft. Ich glaube, im Bereich Solarenergie ist noch sehr viel Steigerung möglich. Und im Endeffekt muss auch ein Druck da sein, unseren Energiekonsum zu überdenken. Also ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man hier eine Kosten-Nutzen-Risiko-Nutzen-Analyse macht, all die Risiken, die wir auf uns nehmen für Energie, die natürlich unser Leben vereinfacht, bequemer macht, alles automatisiert. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was man eben in der Innovationsphase berücksichtigen muss. Was wollen wir eigentlich? Wo soll die zukünftige technische Innovation hin? Geht es darum, noch mehr zu automatisieren, alles noch bequemer zu machen, noch einfacher zu machen? Oder soll man vielleicht eben die ganze Innovation eher in das Ziel Nachhaltigkeit stecken? Mhm. Und da, ja. Genau, und dann ist immer die Frage, mit welchen Risiken will man auch leben? Also jede Technik hat ihre Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal sehr pauschal. Und bei der Kernkraft sind es vor allem zwei Risiken, wenn ich das richtig sehe. Also einerseits die Endlagerung des radioaktiven Materials, darüber werden wir gleich noch reden. Und das andere, das Unfallrisiko. Also wir reden jetzt 10 Jahre nach Fukushima. Und die erste große Superkatastrophe, der Super-GAU, war 1986 in Tschernobyl. Und wir schauen uns dazu noch mal ein zweites Anime, einen zweiten Film an aus der Webdoku Nuclear Games. Die Geschichte dieser Katastrophe erzählt aus der Sicht eines Feuerwehrmannes. Samstagmorgen, 26. April 1986, 1.24 Uhr. Der 25-jährige Feuerwehrmann Vassili wird wegen eines Brandes ins nahegelegene Kernkraftwerk von Tschernobyl gerufen. Seine Frau Ludmilla ahnt noch nichts Schlimmes. Genauso wie die anderen Bewohnerinnen und Bewohner der Retortenstadt Pripyat. Auch Vassili und seine Kollegen von der Werksfeuerwehr sind ahnungslos. Die Verantwortlichen haben von einer normalen Feuersbrunst gesprochen. Die Feuerwehrleute merken bald, dass es sich um mehr als nur ein Feuer handelt. Herumliegende Graphitstücke aus dem Reaktorkern führen zu schrecklichen Verbrennungen. Durch die Schutzkleidung hindurch. Bei Tagesanbruch gelingt es den Feuerwehrleuten, den Brand im Reaktor 4 des Kernkraftwerks zu löschen. Die Feuerwehrleute werden sofort nach Moskau gebracht, in eine Klinik für Strahlenschäden. Niemand darf davon wissen. Noch versuchen die Behörden, den GAU zu verheimlichen. Die schwangere Ludmilla lässt nicht locker und macht sich auf die Suche nach ihrem verschollenen Ehemann. Ein paar Tage später findet sie Vassili im Geheimspital Nummer 6. Ihrem Mann und seinen Kollegen scheint es zum Glück ganz gut zu gehen. Die zuständige Chefärztin macht Ludmilla klare Vorschriften. Ludmilla ignoriert diese. Sie umarmt ihren Mann Vassili, der ihr unversehrt scheint. Ein paar Tage später liegt Vassili im Sterben. Er und seine Kollegen von der Feuerwehr waren riesigen Strahlendosen ausgesetzt. Wegen der hohen Strahlenwerte will die Sterbenden niemand pflegen.
Ludmilla lässt sich nicht vertreiben, trotz ihrer Schwangerschaft. Sie bleibt an der Seite ihres Mannes bis zum bitteren Ende. Wassili erhält posthum einen Orden der Sowjetunion. Danach werden die Feuerwehrleute als Sondermüll an einem geheimen Ort begraben. Am 13. Juli bringt Ludmilla eine Tochter zur Welt. Sie nennt sie Natascha, wie sie es mit ihrem Mann Wassili besprochen hat. Der Säugling weist jedoch schwere Strahlenschäden auf und lebt nur gerade 4 Stunden. Die Mutter setzt durch, dass die Tochter zum Vater ins Grab gelegt wird. Ja, eine sehr bewegende, tragische Geschichte von vielen Schicksalen. Wenn man auf die Karte schaut, sieht man auch, wie sich diese Radioaktivitätswolke nach dieser Katastrophe dann auch ausgebreitet hat. Wir sehen das hier auf dieser animierten Karte, die auch auf der Webdokumentation Nuclear Games auf der Webseite zu sehen ist. Jetzt streitet man sich ja über die konkreten gesundheitlichen Folgen dieser Katastrophe bis heute. Was kann man denn mit Sicherheit sagen? Ja, also ich bin jetzt in dem Sinn keine Medizinerin, aber es ist sicher unbestritten, dass eben diese Strahlung Krebs verursacht. Aber Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen in unserer Gesellschaft. Und genau zu sagen, welche Krebserkrankung jetzt auf diese damalige Strahlung zurückzuführen ist, bis in die Schweiz, aber auch näher an Tschernobyl, das ist sehr schwierig. Was dazu führt, dass man eben keine klaren Zahlen hat. Und wir haben gerne Zahlen, um einen Schaden ganz konkret quantifizieren zu können. Aber die Zahlen der Todesopfer von Tschernobyl, das variiert von es gibt 30, die sind ziemlich unbestritten am Unfall selbst, wo auch diese Feuerwehrmänner dazugehören. Aber dann variiert die Zahl bis wenig über 30, bis zu 100.000. Einfach weil das sehr, sehr schwierig ist. Ich habe auch Zahlen von der Schweiz gelesen, dass es Leute, das gesagt wird, anhand, basierend auf der Strahlung, die man hier hatte, berechnet man, dass vielleicht ungefähr 200 Todesfälle darauf zurückzuführen sein könnten. Aber das in einer Zeit, in der man fast 500.000 Krebsfälle hatte, so etwas ist natürlich epidemiologisch nicht nachweisbar und ist auch einfach sehr, sehr schwierig zu fassen. Aber unbestritten ist, dass das extrem gesundheitsschädlich ist und auch natürlich auch die Konsequenzen vor Ort, dass eine ganze Region evakuiert werden musste und nicht mehr bewohnt werden kann. Also das ist unbestritten. Mhm. Und wir alle kennen auch diese Jodtabletten, die wir zu Hause haben, für den Ernstfall, für die Katastrophe, um irgendwie das Risiko zu minimieren, dass es zu Schilddrüsenkrebs und anderen Formen von Krebs kommt. Die Risiken der Technik, jetzt der AKWs, wie gewichten Sie das als Ethikerin? Auch noch mit diesem Unwissen. Sie haben gesagt, man weiß einfach sehr wenig auch noch darüber. Und trotzdem müssen wir entscheiden, mit welchen Energien gehen wir in die Zukunft. Gibt es aus ethischer Sicht so Grundprinzipien der Risikoethik, an die man sich halten kann? Ja, da gibt es sicher verschiedene Ansätze. Eben der eine Ansatz ist eine Kosten-Nutzen-Analyse. Dazu muss natürlich auch hier müssen die Kosten irgendwie fassbar sein. Ich glaube aber nicht, dass man das jetzt immer rein quantitativ machen kann. Ich glaube, man kann hier sagen, die Kosten, die sind potenziell sehr hoch, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein. Und das hat man bei Risiko auch. Risiko wird häufig berechnet als dass die Multiplikation zwischen der Eintretenswahrscheinlichkeit und dem Eintretensausmaß. Und hier hat man eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit und ein großes Ausmaß für die Leute vor Ort. Und das ist ein schöner Vergleich zum Klimaproblem. Oder? Dort hat man eine sehr große Wahrscheinlichkeit, man kann schon fast sagen eine Sicherheit, dass eine Erwärmung stattfindet. Aber für unsere Generation hier in der Schweiz wird die Auswirkung noch nicht so groß sein. Also von daher hat man ein ganz anderes Risiko, eine unglaublich hohe Wahrscheinlichkeit, ein für uns hier kleineres Ausmaß, während man bei der
beim Reaktorunfall eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, ein sehr großes Ausmaß hat. Wie geht man damit um? Das ist auch psychologisch eine ganz unterschiedliche Herausforderung. Wobei man natürlich auch sagen muss, eben beim Klima hat man dann auch die ganzen Auswirkungen global und auch in der Zeitdimension, die dann auch ein riesengroßes Ausmaß dort haben. Aber jetzt im Umgang mit den Risiken, einerseits hat man diese Kosten-Nutzen-Analyse, man sagt, der Nutzen ist die Energie, die Kosten sind diese Risiken. Wollen wir wirklich für die Energie, die wir vielleicht auch anders gewinnen könnten, im besten Fall diese Risiken in Kauf nehmen? Ein anderes Prinzip ist das Vorsorgeprinzip. Das ist ein sehr schwieriges Prinzip, weil es sehr unterschiedlich definiert wird. Vorsorgeprinzip. Das Vorsorgeprinzip, genau. Aus meiner Perspektive die sinnvollste Definition da ist, dass man das als ein Prinzip versteht, das uns etwas zum Umgang mit Unwissen sagt. Also dass es eben die Aufmerksamkeit darauf richtet, dass es gewisse Unsicherheiten gibt und dass man diese Unsicherheiten mit berücksichtigen muss. Das heißt, dass man mehr Wissen ansammeln muss, um diese Unsicherheiten zu minimieren, dass man teilweise aber auch unterschiedliche Strategien entwickeln muss, dass man auch die Unsicherheiten selbst besser verstehen muss. Teilweise sind das auch Unsicherheiten, die dann etwas mit der Anwendung zu tun haben und nicht mehr rein technisch sind, wo dann eben auch andere Interessensgruppen, andere Experten mit einbezogen werden müssen. Und in dem Sinn kann ein solches Prinzip helfen, damit umzugehen. Ich denke, das Vorsorgeprinzip als ein Entscheidungsprinzip halte ich persönlich für sehr schwierig. Das wäre eine Idee, die auch zurückgeht auf den Philosophen Hans Jonas, der auch sowas gesagt hat, versuche den Worst Case zu vermeiden. Also wenn eine Entscheidung, eine mögliche Folge davon sehr, sehr, sehr schlecht ist, Untergang der Menschheit zum Beispiel, dann sollte ich diese Option sicher nicht wählen, egal wie unwahrscheinlich dieser Fall ist. Etwas einfach zusammengefasst, oder? Aber das ja, genau. Aber das war dann wirklich so ein Veto-Prinzip. Ja. Aber das mag in ganz extremen Fällen mag das hilfreich sein, aber in den meisten Fällen ist es nicht eine Frage des absoluten Ja, absoluten Neins. Und eben, wenn man natürlich immer vom schlimmsten Fall, man kann sich immer ein Horrorszenario vorstellen, im Endeffekt kann man dann nichts mehr machen. Also, das darf man auch nicht blauäugig sein. Jede Energieproduktion kommt mit Problemen. Also die Lösung, die einfach problemfrei ist, die gibt es nicht. Ich möchte jetzt noch auf die zweite Problematik, das zweite Risiko neben dem Unfall, nämlich die Endlagerung von diesem Material, das man irgendwie unter die Erde verstauen muss. Für Tausende von Jahren strahlt das ja weiter. Und es ist interessant, in Finnland wird jetzt das erste große nukleare Endlager gebaut. Es kostet 3 Milliarden Franken, 77 Kilometer langes Tunnelsystem in Granit, 5000 Tonnen Atommüll soll das beherbergen, der dann Tausende von Jahren noch weiter strahlen wird. Wir schauen uns dazu einen Beitrag an. Seit 2004 wird gebaut. In einem solchen Schacht, mehr als 400 Meter unter der Erde, sollen die einzelnen Brennstäbe beerdigt werden. Und das nicht nur für ein paar, sondern gleich für viele tausend Jahre. Das Sicherheitskonzept kann man mit dem eines Flugzeuges vergleichen. Es hat vier Turbinen. Wenn eine ausfällt, ist das noch kein Problem. Wenn die zweite kaputt geht, kommt man immer noch runter. Wenn drei Turbinen ausfallen, wird es schwierig. Aber der Pilot kann das Flugzeug wahrscheinlich noch landen. Mit unseren verschiedenen Sicherheitsbarrieren dürfte nichts passieren. Onkalo, kleine Höhle, nennen sie das Endlager mit gigantischen Ausmaßen. Ein 77 Kilometer langes Tunnelsystem tief im Granit. 5000 Tonnen Atommüll sollen hier ab 2020 eingelagert werden. Spezielle Kanister mit den Brennelementen werden jeweils in einem eigenen Schacht untergebracht. Die Schächte werden anschließend mit Tonerde versiegelt. Wenn das Endlager voll bestückt ist, werden auch die Anfahrtstunnel mit Betonblocks wieder komplett verschlossen. Ja, auch in der Schweiz wird gegenwärtig sondiert und nach einem möglichen Tiefenlager gesucht. Verantwortlich dafür ist die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle. Und Sie sitzen da im Beirat Entsorgung. Wie weit ist denn dieser Prozess heute?
Ja, ich muss vielleicht noch, ich bin nicht bei den Nagra in dem Beirat. Der Beirat ist beim BAFU, also beim Bundesamt für Umwelt. Das ist sehr wichtig, weil das soll eben außerhalb der Nagra sein. Mhm. Also es gibt hier unterschiedliche Gremien beim Bund, die dann die Nagra begleiten und beraten und so weiter. Und wir beraten in dem Sinn das Bundesamt für Energie. In der Schweiz tatsächlich, da ist dieses Verfahren ist im Gang seit 13 Jahren ungefähr. Und das wird nach einem, also das Ziel eigentlich dieses Verfahrens ist wirklich eine prozedurale Gerechtigkeit hier einzubauen. Und die große Frage ist, wo soll man dieses Lager bauen? Wie entscheidet man das? Und da hat man, bevor man begonnen hat mit der eigentlichen Suche, hat man sich auf gewisse Regeln geeinigt. Also da hat man auch Workshops gemacht, man hat Foren mit der Bevölkerung gemacht. Es gab mehrere Vernehmlassungsverfahren, in der jede Person sich äußern konnte zu diesen Regeln. Und daraus ist dann dieser Sachplan Geologisches Tiefenlager entstanden, der die Regeln genau vorgibt, wie gesucht wird, nach welchen Kriterien. Und die drei obersten zentralen Punkte in diesem Verfahren sind einerseits, also als oberstes die Sicherheit. Also das Lager wird noch nicht an dem Ort gebaut, wo es am wenigsten Opposition gibt. Es wird auch nicht dort gebaut, wo es wirtschaftlich am besten ist, sondern es wird dort gebaut, wo man am sichersten diesen Abfall über Hunderttausende von Jahren lagern kann. Und der zweite Punkt ist Partizipation. Das ist auch wirklich ganz beeindruckend, wie in allen potenziellen Regionen gibt es sogenannte Regionalkonferenzen. Das sind Konferenzen, in denen die Behördenvertreter der Gemeinden, aber auch andere Leute aus der Bevölkerung vertreten sind und die ihre Kommentare geben zu unterschiedlichen Schritten im Verfahren, die Fragen stellen, die auch gewisse Entscheidungsmöglichkeit haben, wenn es um raumplanerische Dinge geht, beispielsweise, wo man einen Eingang hinstellen sollte für ein solches Lager. Und die dann aber diese ganze Information auch wieder in die Bevölkerung fließen lassen. Und damit ist eben auch ein dritter Punkt, die Transparenz, extrem wichtig. Und das ist bei solchen Prozeduren absolut zentral, dass genau klar ist, was passiert, welche Daten vorhanden sind, wie entschieden wird, wo man ist im Prozess und dass das auch so vermittelt wird, dass das Laien verstehen können. Und das, glaube ich, funktioniert gerade mit diesen Regionalkonferenzen sehr, sehr gut. Also ich habe von verschiedenen Fachleuten gehört, dass sie beeindruckt sind, auf welchem Niveau man mit den Leuten sprechen kann. Das ist wirklich, scheint mir ein sowohl technisch als auch politisch sehr komplizierter Prozess zu sein und das noch dialogisch zu gestalten, transparent zu gestalten. Ein Stichwort, das ich mit Ihnen gerne auch noch besprechen würde. Dass es so kompliziert ist, zeigt sich auch in Finnland. Da wurde jetzt nämlich der Prozess der Einlagerung, Zeitpunkt wurde nach hinten verschoben, weil sie es nicht geschafft haben. Das ist jetzt, glaube ich, für 2025 angedacht. Muss man vielleicht noch korrigieren zum Einspieler. Die Schweiz hat ja den Atomausstieg beschlossen, bezieht aber immer noch ein Drittel des Stroms beziehen wir Schweizerinnen und Schweizer aus AKWs. Das ist so ein bisschen die Frage, wie man das jetzt ersetzt in Zukunft. Und darüber habe ich nochmal mit Daniel Theiss gesprochen, unserem SRF-Wissenschaftsexperten und Energieexperten, und habe ihn gefragt, wie wir denn diesen ein Drittel Strom in Zukunft ersetzen. Ja, kurzfristig, etwa nach der Abschaltung von Mühleberg, kann problemlos Strom aus dem Ausland zugekauft werden. Auf lange Sicht muss sich die Schweiz fragen, ob sie unabhängig werden will vom Ausland, also wirklich eine eigene Stromproduktion, um das, was wegfällt, dann zu kompensieren. Da gibt es die Energiestrategie 2050, die ist aber kein ganz konkreter Plan, wie das aussehen soll. Es gibt auch noch vieles, was politisch entschieden werden muss. Etwa bei der Wasserkraft. Die Wasserkraft soll mehr Strom liefern in Zukunft. Da gibt es aber viel Gegenwind auch, gerade aus ökologischer Seite. Denn Staumauererhöhungen, die werden bekämpft. Es wird bekämpft die Kleinwasserkraft, weil sie Bäche trockenlegt teilweise. Und insofern ist da relativ unklar, wie viel die Wasserkraft in Zukunft wird liefern können zusätzlich. Strom aus Wind, das ist auch kein einfaches Kapitel in der Schweiz. Da gibt es viel Widerstand. Da sehe ich auch nicht, dass in kürzerer Zeit viele Windturbinen gebaut werden können jetzt.
Dann gibt es noch Versprechen ganz weit weg am Horizont, die aber noch nicht wirklich spruchreif sind. Das ist die Tiefengeothermie und die Fusionsenergie. Aber was wirklich jetzt schon da ist, was funktioniert, ist die Solarenergie, Strom aus der Sonne. Und auf das setzt der Bund jetzt auch. Es sollen Förderinstrumente verlängert werden, neue geschaffen werden, sodass es sich auch lohnt, da zu investieren. Und ich sehe es auch so, dass der Solarstrom die realistischste Option ist im Moment, um den Kernkraftstrom dereins zu ersetzen. Jetzt ist ja klar, dass wir in Zukunft noch mehr Strom brauchen werden, zum Beispiel für Elektroautos. Wie schaffen wir denn das ganz ohne Kernkraft? Ja, Strom wird wohl die zentrale Energieform der Zukunft werden. Dass es mehr brauchen wird, liegt deshalb auf der Hand. Es ist einfach noch unklar, wie viel das sein wird. Es hängt davon ab, was wird alles elektrifiziert, wie schnell geht das. Es hängt auch davon ab, wie effizient sind diese Prozesse in Zukunft. Klar ist heute, dass wir die Autos elektrifizieren werden, dass wir die Heizungen umbauen wollen zu Wärmepumpen, die mit Strom funktionieren. Was noch offen ist, ist, wie werden Lastwagen betrieben in Zukunft, wie werden Schiffe und Flugzeuge angetrieben. Und darum ist noch sehr unklar, wie viel Strom in Zukunft wirklich benötigt wird. Der Bund ist da recht konservativ. Er schätzt, dass bis im Jahr 2050 nur 10% mehr nötig sind als jetzt. Da gibt es auch andere Schätzungen und Berechnungen, die sagen, nein, es braucht 1,5-mal so viel wie jetzt oder sogar noch mehr. Da gibt es wirklich noch ziemliche Unklarheiten. Letztlich darum auch sind gewisse Länder dran, die Kernkraft weiterzutreiben, etwa die USA, die ist wieder am Forschen, da sollen neue Generationen von Kernkraftwerken kommen. Es ist auch so, dass weltweit über 50 im Bau sind im Moment, auch in Europa. Das heißt, die Schweiz schwimmt da gewissermaßen ein bisschen gegen den Trend, der weltweit herrscht. Die eine Idee ist, gerade auch weil die Rentabilität immer ein Thema ist bei der Kernkraft, wo eben die Sicherheit ein wichtiger Punkt ist. Also die Sicherheit, die stimmen muss, macht auch, dass die Kernkraft teuer wird. Und da gibt es einen Plan, dass man kleinere Kernkraftwerke bauen will. Also statt ein großes auf die Wiese zu stellen, sollen da viele kleine hinkommen. Das verteilt das Risiko und macht sie auch einfacher zu bauen. Ja, das wird sich zeigen, wie gut und wie sicher und wie effizient die sind, diese kleineren, neuen, auch manchmal modular genannten Kraftwerke. Es ist interessant, eine Parallele festzustellen. Also sowohl bei der Kernkraft wie bei den Kernwaffen, wenn ich das richtig verstehe, man geht zurück aufs Kleinere, wo man besser kontrollieren kann, die Wirkung auch, die Risiken. Bei den Atomwaffen ist eine ähnliche Entwicklung, wenn ich sie richtig verstanden habe, hin zu kleineren Waffen mit nicht einem überdimensionalen Ausmaß. Das ist ein Teil der Entwicklung, der damit zusammenhängt, dass man dadurch die nukleare Abschreckung stabiler gestalten möchte. Wir hatten ja vorhin schon über die Grundwidersprüche der nuklearen Abschreckung gesprochen. Also wenn eine Seite oder wenn ein Staat in einem militärischen Konflikt als erste Atomwaffen einsetzt und der andere hat keinerlei flexible Optionen, was immer man jetzt bei Atomwaffen unter flexiblen Optionen verstehen möchte, dann hat er ja nur die Möglichkeit, entweder die Niederlage zuzugeben oder die Welt untergehen zu lassen. Und natürlich sind alle Atomwaffenstaaten immer schon bemüht, sich aus diesem Dilemma zu befreien, indem sie eben Atomwaffen entwickeln, die auch einsetzbar sein sollen, aber nicht, um sie tatsächlich einzusetzen, sondern um die Abschreckung, das heißt die Verhinderung des Einsatzes, wahrscheinlicher zu machen. Das ist eine, sagen wir mal, eine gedankliche Konstruktion, die nicht leicht nachvollziehbar ist, die aber sozusagen Bibliotheken füllt von Leuten, von Strategen, die sich in den letzten Jahrzehnten mit Fragen von Nuklearstrategie und nuklearer Abschreckung beschäftigt haben. Schon interessant. Wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, der Sprengköpfe, dann gehen die ja zurück. Wir haben noch eine animierte Grafik vorbereitet, wieder aus der Webdokumentation Nuclear Games, die zeigt, wie das im Laufe des 20. Jahrhunderts, der zweiten Hälfte, zugenommen und abgenommen hat. Wir haben zuerst
Russland und die USA gesehen, im Kalten Krieg ganz hoch. Die haben dann abgerüstet. Und jetzt hier sieht man die ganz, die eher kleineren, sage ich jetzt mal. Aber die kommen halt jetzt auch nach, wie man sieht. Man sieht Indien, Nordkorea, Pakistan, China. Mhm. Das heißt, der Eindruck täuscht auch, wenn man sich jetzt nur die Zahlen anguckt, wie viele Sprengköpfe in der Welt heute sind. Es ist auch nicht relevant, ob wir 35.000 wie früher oder 50.000 Atomwaffen haben oder wie heute 14.000 Atomwaffen. Wenn Sie sich vorstellen, wir reden über Tschernobyl, wir reden über Fukushima, sprechen wir über einen Krieg zwischen den USA und China um Taiwan, in dem vielleicht 50 Atomwaffen eingesetzt werden, dann wird die Welt hinterher nicht mehr so aussehen wie jetzt. Mhm. Trotzdem gab es diesen absurden Aufrüstungsprozess im Kalten Krieg. Ja. Der natürlich auch dann die Sowjetunion finanziell auch mit in den Ruin getrieben hat. Das hat sicherlich unter anderem dazu beigetragen, dass der Westen in der Nachrüstungsdebatte der 80er Jahre stabil geblieben ist und nicht auf die russischen oder die damals sowjetischen Drohungen und Vorrüstungen eingegangen ist. Ja. Aber jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wie man dieses Problem denn löst in Zukunft. Diese Rüstungskontrolle haben Sie erwähnt. Mhm. Was das genau heißt? Es gibt ja ganz viele Verträge von einem Atomwaffensperrvertrag zu diesem New START-Abkommen zwischen den USA und Russland und so weiter, Mittelstreckenraketenabkommen. Mhm. Lösen Verträge das Problem oder braucht es andere Mittel? Da antworte ich ganz diplomatisch mit Jein. Schön. Und zwar deswegen, weil Sie hatten den Atomwaffensperrvertrag genannt oder nuklearer Nichtverbreitungsvertrag. Das ist erstmal ein sehr wichtiges Abkommen, das eine Norm gegen die Weiterverbreitung, also gegen das Entstehen von immer mehr Kernwaffenstaaten entwickelt hat. Der ist sehr alt, also 1968. 1968, genau. Die Schweiz ist dem auch beigetreten. Das hatte übrigens... Dieser Vertrag hat ja nach meinem Dafürhalten auch viel damit zu tun, warum die Schweiz auf ein eigenes Atomwaffenprojekt verzichtet hat, weil man wollte nicht bei den Bad Guys sozusagen sein, die die Atomwaffenstaaten sind, sondern man wollte bei den Good Guys sein, die auf die Atomwaffen völkerrechtlich verbindlich verzichten. Das hat man auch getan und das hat dazu beigetragen, dass wir heute nur in Anführungszeichen 9 Kernwaffenstaaten haben, anstatt, wie man noch zu Zeiten von Kennedy erwartet hat, 20, 30, 40 Kernwaffenstaaten. Das ist sehr wichtig, diese Norm gegen die Weiterverbreitung von Kernwaffen. Mhm. Und das andere ist, was ist mit den Staaten, die schon über Kernwaffen verfügen? Wie kann man dafür sorgen, dass man die nukleare Abschreckung zwischen diesen stabilisiert? Und zwar auf einem möglichst niedrigen Niveau. Bis hin dann eben zu der Frage, die wir vorhin schon diskutiert haben, kann man Voraussetzungen schaffen, Atomwaffen überhaupt ganz loszuwerden? Und da braucht man ein Abkommen, das wirklich die Überprüfung, dass alle Atomwaffen vernichtet sind, sicherstellen kann, aber auch, dass diese zivile Nutzung der Kernenergie, von der wir ja gerade gehört haben, dass sie wohl doch in eine neue Phase eintritt, eben nicht doch heimlich zur militärischen Nutzung missbraucht wird. Da brauchen wir stabile Überprüfungsmechanismen, auf die sich alle einlassen können. Das ist der Vorwurf an Iran zum Beispiel, oder? Bis wir dort sind... warten wir nicht auf Godot, sondern versuchen über Rüstungskontrolle die nukleare Abschreckung zu stabilisieren. Und das wird nach meinem Dafürhalten in den kommenden Jahren nicht mehr so viel über Verträge gehen, sondern über nicht vertragliche Vereinbarungen, weil wir es eben jetzt mit mehreren Akteuren zu tun haben, nicht nur mit zwei. Mhm. Früher war ja das Prinzip der Parität, also wir legen in Verträgen fest, jeder darf so und so viel, jeder darf 1000 Sprengköpfe von denen und 1000 Sprengköpfe von denen haben. Das funktioniert in einer Welt mit mehreren Kernwaffenstaaten natürlich nicht mehr. Und wir müssen viele nicht-nukleare Wieso? Technologien... Wieso? Man könnte ja sagen, alle dürfen 10 haben oder so. Ja, ja. Darauf... Naiv gefragt. Im Moment, ich meine, das ist im Moment das Argument der Chinesen, dass sie sagen, wir nehmen an der Rüstungskontrolle nicht teil, weil wir haben ja noch viel weniger als die Russen und die Amerikaner. Ja. Wollt ihr ernsthaft, dass wir erstmal so weit aufrüsten, wie, wo ihr schon seid, um dann mit euch Rüstungskontrolle machen zu können? Ja. Und umgekehrt sagen die Russen und die Amerikaner, also wir können jetzt uns nicht auf das Niveau von China begeben, um dann Rüstungskontrolle machen zu können. Aber zurück zur Frage, wie können wir sie gestalten? Ich denke, es geht um Kommunikation, es geht um den Austausch von Vorstellungen über Bedrohung, über Doktrinseminare, es geht um Krisenbewältigungsmöglichkeiten, es geht darum, vielleicht einseitig auf bestimmte Fähigkeiten zu verzichten und die andere Seite auch dazu zu animieren. Und man muss nicht alles machen, was man machen kann. Also zum Beispiel kann man versuchen,
die Kommandozentralen nicht durch Cyberangriffe anzugreifen und diese Dinge. Das ist, glaube ich, in der Zukunft sehr wichtig und weniger so vertragliche Dinge, die wir so aus dem Kalten Krieg kennen. Es muss sehr viel flexibler werden, es muss ein Patchwork von verschiedenen Konzepten und von verschiedenen Instrumenten werden. Welche Rolle spielt die Transparenz, um dieses Vertrauen, sage ich jetzt mal, auch zu generieren, das es braucht, wenn man nicht alles auf Verträge abschieben kann? Transparenz ist sehr, sehr wichtig. Aber die Grundlage dafür, dass Rüstungskontrolle erfolgreich werden kann im Sinne der weiteren, auch zukünftigen Verhinderung von Atomkriegen, ist die Einsicht, dass es im Nuklearzeitalter nur mit gemeinsamer Sicherheit funktionieren kann. Und gemeinsame Sicherheit bedeutet, dass ich bei allen Maßnahmen, die ich ergreife, um meine eigene Sicherheit sicherzustellen, auch immer die Sicherheit des anderen mitbedenke. Was heißt das? Das bedeutet, dass ich darauf achten muss, wenn ich ein Angriffssystem, eine neue Atomwaffe entwickle, die nukleare Zweitschlagfähigkeit, darüber hatten wir vorhin gesprochen, der anderen Seite unterlaufen kann, dann kommt die andere Seite in einer Krise unter einen Druck, seine Waffen, ihre Waffen als erste einzusetzen. Use them or lose them, wie die Amerikaner sagen. Und das ist genau das, was wir natürlich in einer Krise nicht brauchen. In einer Krise brauchen wir Entscheidungsträger, Politiker, die Zeit haben, Kommunikation mit dem Gegner machen können und sodass also eine solche ungewollte, schnelle nukleare Eskalation möglichst wenig wahrscheinlich ist. Jetzt gibt es einen Vorschlag, einen sehr philosophischen Vorschlag, der schon ziemlich alt ist in dieser Debatte, nämlich von dem britischen Philosophen Bertrand Russell. Der sagte, es geht nichts über eine Weltregierung. Wenn wir dieses Problem lösen wollen, dann brauchen wir einen Sanktionsgaranten, sozusagen eine Weltregierung, die im Besitz der Atomwaffen ist, und sonst niemand. Sonst bekommen wir genau diese Probleme von Abschreckung, von Aufrüstung und so weiter. Was halten Sie denn von diesem radikalen Vorschlag? Ja, das ist in der Tat ein Vorschlag, der schon sehr lange in der Diskussion ist. Aber wenn man sich die Welt ansieht, dann kann man ja nicht davon ausgehen, dass wir auf dem Weg zur Errichtung einer Weltregierung sind. Sondern es ist ja leider... Wäre es denn wünschenswert, erstrebenswert, jetzt mal normativ oder ethisch? Wenn diese Weltregierung global demokratisch legitimiert ist, ja. Aber nicht, wenn sie ein Überwachungsstaat, ein diktatorischer Überwachungsstaat wie in China ist, natürlich. Mhm. Frau de Platzes, die Frage an Sie. Von Bertrand Russell der Vorschlag? In der idealen Welt wäre das wunderbar, aber eine Regierung ist natürlich auch ein Potenzial dafür, dass man dann eine Diktatur hat, eine Weltdiktatur. Also ich glaube, wenn man das demokratisch, aber die UNO war ja ein Versuch, oder vielleicht in die Richtung, und dass die dann wirklich auch Macht hat, das ist praktisch sehr schwierig. Also ich glaube, da ist das Ideal, die Umsetzung des Ideals wird da wohl unmöglich, da wäre ich pessimistisch. Jetzt sind wir ja schon fast am Schluss der Sendung. Ich möchte mit einem Zitat aufhören und erfahren, was Sie dazu meinen. Es ist ein Zitat von Albert Einstein, der auch mit die Grundlagen gelegt hat für diese Technologie. Und er schreibt, der Mensch erfand die Atombombe, aber keine Maus der Welt würde eine Mäusefalle konstruieren. Wie deuten Sie diesen Satz? Oder was sagt das über uns Menschen aus? Ja, ich glaube, das sagt sehr viel aus. Wir sind wie überfordert mit unseren eigenen Fähigkeiten, oder? Wir sind nicht fähig, die Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen bis zu einem gewissen Punkt. Das Entwickeln von etwas Neuem, das sind wir gut, aber dann damit umzugehen, das ist das, woran scheitern wir jetzt, zu viel gesagt, aber was unsere Herausforderung ist. Mhm. Haben die Mäuse also etwas uns voraus, Herr Trainer? Naja, Mäuse bilden keine Staaten. Und deswegen, der gute Albert Einstein, von dem ich viel halte, hat an diesem Beispiel ein bisschen daneben gegriffen. Denn ich glaube, wenn Mäuse Staaten bilden würden, dann würden sie versuchen, für die anderen Mäuse Staaten Mausefallen zu entwickeln. Und das ist eben das, was wir als Menschen machen. Wir haben uns in gesellschaftlichen Gruppen, also Staaten, organisiert, die um Interessen kämpfen. Und technologische Entwicklungen sind immer schon Teil dieser Auseinandersetzungen gewesen. Und Atomwaffe ist natürlich sozusagen die Spitze des Eisberges. Und um keine Zweifel aufkommen zu lassen, auch ich wäre froh, wenn wir Wege finden würden,
diese Spitze des Eisberges im Sinne der Atomwaffen komplett loszuwerden. Aber es ist nicht einfach, die politischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Aber man kann vielleicht hoffen, dass uns diese Gefahr der Auslöschung der Menschheit daran erinnert, dass wir in erster Linie alle Menschen sind und nicht Schweizerinnen oder Schweizer oder Russen oder Amerikaner. Mhm. Das wird die Zukunft zeigen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr dichte und informative Gespräch, Herr Trenert. Frau de Platzes, danke schön. Ja, danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Wenn Sie noch tiefer in die Thematik eintauchen wollen, dann besuchen Sie die Webseite nuclearGames.net und bleiben Sie vor allem dran, denn die Sternstunde Kunst zeigt gleich einen berührenden Film mit dem Titel Stille über Fukushima, wie Künstler gegen das Vergessen ankämpfen. Nächste Woche dann gehen wir in die Sommerpause von den Sternstunden. Das heißt, wir zeigen Ihnen in den kommenden 7 Wochen ein Best-of unserer Sendungen in Religion, Philosophie, Kunst und Musik, wie immer sonntags von 10 bis 13 Uhr. Schauen Sie also rein, genießen Sie den Sommer und bis bald.